Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, EasyTag. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich meinen Schaltschrank warten werde. Los geht's! So, erstmal zeige ich euch, wieso ich meinen Schaltschrank warte. Und zwar, wie man vielleicht auch gut hören kann, Ich bin nicht sehr zufrieden mit dieser Einkerbung. Die hat sich nämlich irgendwie im Verlauf verschlechtert, was man auch hört. Man muss einen Mordsaufwand betreiben, um das Ding zu öffnen. Deswegen will ich das Ganze jetzt ändern und das mache ich jetzt auch. Nachdem ich das jetzt gemacht habe, viel besser, werde ich jetzt noch, weil mir aufgefallen ist, dass meine Durchsagenanlage, die habe ich oben in der Infokarte verlinkt, da die auch nicht funktioniert, werde ich jetzt dieses Teil hier nochmal abschrauben und werde mal gucken, was da so los ist. So schaut das Ganze hier von innen aus und das hier ist der Schalter. Also hier ist schon mal eigentlich alles okay. Und hier muss ich noch gucken. Etwas unübersichtlich. Ja. Vielleicht liegt es auch an was anderem. Dann gucke ich mal hier. So, mir ist jetzt leider nichts aufgefallen, was hier der was hier passiert sein könnte. Eigentlich habe ich jetzt schon ziemlich viele Leitungen geprüft. Hat jetzt natürlich nicht alle geprüft, aber ich habe halt nichts gefunden. So, aber es macht nichts. Dann möchte ich hier gleich meine Hausalarmbatterie mal aufladen. So, und damit hier auch wirklich alles safe ist, machen wir auch gleich mal den Hausalarm aus. So, und jetzt habe ich hier die Batterie, womit mein Hausalarm angetrieben wird. So, die werde ich jetzt mal aufladen. So, dann werde ich jetzt mal die Batterie aufladen oder besser gesagt erstmal anstecken. Das ist jetzt zwar nicht die beste Lösung, weil das sehr gefährlich ist, weil wir hier mit Steckdosenstrom arbeiten und ja, also nachmachen auf eigene Gefahr. So, dann mache ich hier mal den. So, das passt erstmal. Dann stecke ich es erstmal an. Strom ist an. Es fängt an zu blinken. Heißt, es ist ready. Dann stecke ich hier erstmal den Strom an. Und jetzt die Daten, das Datenkabel. So, und jetzt beginnt es zu laden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst da einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem Kanal sehen wollt, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.